Ja, was ist ein endlich erzeugter Vektorraum? Die Frage ist super leicht zu beantworten. Es ist einfach ein Vektorraum, der aus endlich vielen Basen besteht. Wir machen einfach kurz ein Beispiel. Es gibt ja den R2, also mit zum Beispiel, wenn wir ein Koordinatensystem mit X- und Y-Achse haben, dann ist es ja wie der R2. Und der kann ja zum Beispiel die Basis 1, 0, ups, und 0, 1 haben. So. Und diese, das ist halt eine Basis. Und die Elemente sind ja endlich viele, nämlich 2. Also ist es ein endlich erzeugter Vektorraum. So einfach ist das. Was ist ein unendlich erzeugter Vektorraum? Vielleicht kurzes Gegenbeispiel. Das ist zum Beispiel der Raum der Polynome. Warum? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel ein x oder ein x Quadrat, wenn ich jetzt x und x Quadrat ist jetzt Teil Urs. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie man das schreibt. Ich mache mal Klammern drumherum. So, sagen wir mal, x und x Quadrat sind jetzt meine zwei Basen. Basiselemente, so, meine zwei Basiselemente. Dann kann ich damit ja nicht den kompletten Polynomraum aufspannen. Also ich kann ja aus den zweien über Linearität kein x hoch 3 rausmachen. Also auch im Vektorraum hier, hier an der Stelle, kann ich ja nur deswegen x und y aufspannen, weil ich hier einen beliebigen Skalar davor setzen kann. Also zum Beispiel 5 mal 1, 0 plus irgendwas. Und dadurch komme ich halt dann hier und hier hin. Aber hier ist es ja nicht so. Ich kann ja, selbst wenn ich hier eine 2 davor setze oder hier eine 6, dann werde ich ja niemals auf x Quadrat kommen. Entschuldigung, auf x Kubik. Und deswegen ist der Polynomraum ein unendlich erzeugter Vektorraum. Er hat nämlich unendlich viele Basen. Wer sich dafür interessiert, einfach nochmal nachlesen.